Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Liebe Berilia, ich grüße dich. Diese Buchung kam erst rein, Monat Mai ist begonnen, aber wir schauen, was kommt noch diesen Monat auf dich zu. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist dein Seelenplan. Es sind 12 Lebensbereiche und dort, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen in dein Geburtshoroskop, das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist deine Persönlichkeit. Dann ein Basis, ein Fundament in dein Leben und dein Zuhause, dann Kinder, dein inneren Kind, deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude, dann Arbeit, Alltag, Gesundheit, Partnerschaft, hier die Selbstfindung, diese Erneuerungsprozesse und Anerkennung bekommen, deine Berufung zum Leben, deine Ziele erreichen, dann auch Freundschaften und auch deine Wünsche verwirklichen. Das sind die Lebensbereiche, was deine Seele ausgesucht hat, weil das für dich sehr wichtig sind. Dein Leben verändert sich natürlich und Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung nennt man Transit. Und dieser Transit, diese Bewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop. Und das kann man ganz genau ablesen, dann weiß man konkret, was ist zum Erwarten. Bei der Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung, diese Art von Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Heute ist 9. Mai, also ich starte mit 10. Mai. 10. Mai ist Mond im Krebs. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und das bedeutet, das hat einen Einfluss auf den Alltag. Mond beeinflusst auch unsere Gefühlen. Mond vermittelt auch das Unbewusste, unseren Gefühlen, unseren Träumen und hat ein Prinzip die Mütterlichkeit oder Empfängnis. Also kann man in Verbindung setzen mit Schwangerschaft, mit Fürsorglichkeit oder in Verbindung zu unserem eigenen Mutter. Oder wie leben wir diese Mütterlichkeit im Leben? Mond ist im Krebs und aktiviert bei dir den Lebensbereich Partnerschaft. Im Geburtshoroskop hast du hier Uranus und Uranus zeigt viele Veränderungen in die Ehe, oft unerwartete Ereignisse, Umbrüche, Veränderungen. Das ist schon typische Uranus-Energie. Wenn ich jetzt die Planeten betrachte, dann starte ich jetzt mit letzten Planet unserem Sonnensystem und das ist Pluto. Pluto zeigt in unserem Leben alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Pluto lässt es gar nicht zu, die Einflüsse, was Energie raubt.
Und das, was wir lernen bei diesem Pluto-Einfluss. Pluto ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit aktiviert karmische Themen oder Erinnerungen, unerwartete Ereignisse, kann hervorrufen. Pluto bewegt sich im Schütze. Und aktiviert auch die Schützenthemen. Und das hat mit Reisen was zu tun, das hat mit Bewegung was zu tun, oft auch mit Sport. Und auch zum Ausland, Auslandskontakte. Aber diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Und das heißt spirituellen Themen, religiösen Themen, wobei Religion, Glauben an Gott hat auch mit Spiritualität was zu tun. Hier im 12. Lebensbereich, wo um die Geheimnisse geht, die tiefe Geheimnisse, das Leben zu erforschen, ich würde in diese Richtung tendieren, dass du gerade diese Lebenserfahrungen magst, diese inneren Reise, Glauben an dir selbst, Glauben an die Liebe, Glauben all das, was du vorhast und Glauben an Gott. Und Schütze zeigt auch etwas Wichtiges, das wird oft übersehen. Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und spirituell wird das bedeuten, hier sind unsere Wünsche. Und das ist die Orientierung, das ist die Richtung. Und das sollst du verinnerlichen, in dein Innen schauen, meditieren, nachdenklich zu sein. Was sind deine Wünsche? Was möchtest du erreichen in dein Leben? Und Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere jetzt auf dem Wesentlichen. Das ist die Zentrum. Und das, was du gerade lernst bei diesem Pluto-Energie. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Neptun ist sehr kreativ, lässt uns inspirieren und grenzenlos unserer Fantasie, unseren Ideen, Ideenreichtum, hat auch mit unseren Träumen was zu tun. Ich sage immer dazu, Neptun ist der Planet der Künstler. Neptun bewegt sich zurzeit in Wassermann. Und das hast du hier im 2. Lebensbereich. Und das hat mit deinen Werten was zu tun. Das hat mit Wertschätzung was zu tun. Das hat damit zu tun, auch etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen. Weil du hast das verdient. Und das sind nicht immer materielle Dinge. Das kann auch eine Ideenreichtum sein, einen geistigen Reichtum, all das, für was für dich wertvoll ist, wovon du träumst. Neptun ist der Planet der Träume. Also lässt es verwirklichen zur Zeit. Und dieser Zeit, 2. Lebensbereich, hat auch einen Bezug zum Finanzen. Wenn du das glaubst, dann kannst du deinen Traum hier diesbezüglich auch verwirklichen. Eine Vorstellung zum Haben über Reichtum. Wenn du das nicht vorstellen kannst, dann fühlst du dich enttäuscht. Also Neptun kann Enttäuschungen auch hervorrufen. Oder dass jemand versucht, jetzt gerade über den Tisch zu ziehen, weil erzählt er irgendeine Märchen, das ist traumhaft schön, aber vielleicht entspricht nicht ganz die Wahrheit. Also das muss auch betrachten bei Neptun-Energie, besonders wenn das um die Finanzen geht. Wenn du künstlerisch begabt bist, und das bist du auch, weil dein Venus hier im Stier im 5. Lebensbereich ist, wo die Kreativität liegt, und Venus ist der Planet der Kunst und Kreativität, in deiner Berufung ist Waage, hat auch mit Kunst, Kreativität was zu tun, dann würde Neptun hier bedeuten, dass durch diese kreative Arbeit, durch deine künstlerische Begabung, kannst Geld machen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus bewegt sich
im Widder ziemlich lang, bleibt noch im Widder nach diesem indischen Berechnung. Vor ich aber Uranus hier im Widder setze, muss ich noch die beiden Mondknoten erklären und auch wo bewegt sich die beiden. Die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten oder Ketu und die aufsteigende Mondknoten Rahu, sie bilden sich eine Drache. Keine Angst von dieser Drache, obwohl die Drache diese Angst auch symbolisiert und der Drachentöter, was immer wieder erscheint in mythologischen Geschichten, tötet das und das bedeutet, von Angst zu befreien. Hier astrologisch bedeutet auch, dass wir ein Teil kennen wir von diesem Drache und ein Teil kennen wir nicht, weil das ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Diese absteigende Mondknoten oder Ketu zeigt die alte Karma, die alten karmischen Erfahrungen, Erinnerungen, das Gesamte. Und da kennst du dich aus. Mit Widderenergie kennst du dich aus. Und du kannst etwas gründen oder die Basis schaffen oder ein Zuhause aufbauen, alles. Du hast diese Kraft in dir und bist auch mutig. Aber die Drachenkopf, ist das die Richtung, was die Seele sucht, was noch nicht kennt. Die Seele braucht aber, weil dieser Drache braucht die Kopf. Das fehlt, etwas fehlt. Und das zeigt hier Rahu und das ist in Waage. Diese Waage-Themen sind für dich wichtig. Es ist zwar ein Neuland, aber du sollst das erobern, weil das dich befreit. Und das sind Themen wie Gerechtigkeit, Harmonie, inneren Gleichgewicht, Schönheit, Kreativität. Und bedeutet diese Waage-Energie auch Partnerschaft. Partnerschaft, aber in Gleichgewicht. Nehmen und geben muss im Gleichgewicht sein, so dass du dich nicht ausgenützt fühlst und ungerecht behandelt fühlst. Und das hier im Spitze des Horoskopes, das was deine Seele braucht, diesen Weg, das ist die Suche in diese Richtung und das heißt Anerkennung zu bekommen, Respekt zu bekommen. Du trägst hier die Krone, das ist die Krone des Baumes, wenn ich das Horoskop mit einem Baum vergleiche. Hier ist die Wurzel des Baumes, das kennst du. Und jetzt kommt die Krone des Baumes und das fehlt. Und du musst diese Krone tragen, weil das, was dich befreit. Außerdem zeigt der höchste Punkt des Horoskopes die Zielsetzung. Du brauchst Ziele. Mal kleine Ziele, mal größere Ziele, aber Orientierung brauchst du. Und wenn du Ziele hast, dann nicht aufgeben, nicht davonlaufen, sondern auch die Zielsetzung und Zielerreichung, das ist für dich sehr wichtig. Und das sagt auch dein Gefühl, dein Mond ist im Steinbock. Und Steinbock ist dafür bekannt, Ziele zu erreichen, egal wie schwierig diese Weg ist, die Steinbock gibt das nicht auf, sondern klettert bis zum Spitze des Berges. Und das ist dein Aszendent und dein Mond ist auch im Steinbock. Du hast diese Begabung und das kannst du persönlich. Du persönlich schaffst du das auch. Und es sagt auch dein Gefühl. Mond ist dein Gefühl, wie wichtig das ist. Und dann hast du die Anerkennung. Nicht nur die Zielsetzung ist hier wichtig, sondern die Berufung leben. Und das ist die Waage-Energie. Das kann im Bereich Rechtssystem sein oder Kunstkreativität. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich.
Und Ketu bewegt sich dieses Jahr, ich nehme das mal von raus, vom Geburtshoroskop, diese Ketu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr immer noch im Schütze. Und hier aktiviert dann Themen, was im Verborgenen liegt, die Geheimnisse oder die Ursache nach etwas, oft die Ursache, die Erkrankungen, die Geheimnisse des Lebens erforschen und dann kommen Erinnerungen. Oft sind es auch Talente, Fähigkeiten. Und Rahu, dieser Drachenkopf, bewegt sich ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillinge. Und hier machst du jetzt Lebenserfahrungen, eroberst du in diesem Zeitraum etwas und das ist die Alltag zu bewältigen, gesundheitlichen Themen und die Arbeit. Und jetzt die Uranus. Uranus bewegt sich immer wieder. Also ich setze hier im Widder und das würde für dich bedeuten, in den kommenden Jahren eine wohnliche Veränderung. Kannst du sicher sein, dass bei dir wohnlich etwas verändert? Und hier kommt ein Neuanfang. Uranus sorgt für diese Umbrüche und Veränderungen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn möchte uns belehren, etwas in Form bringen. Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit oder mit karmischen Themen was zu tun. Saturn bewegt sich auch im Schütze. Pluto, Saturn und Ketu, alles ist hier im Schütze. Und hier sind die Geheimnisse und karmischen Themen gerade. Es wird aktiviert. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter schenkt uns Optimismus und Chancen, Möglichkeiten in unserem Leben. Jupiter ist auch der große Glücksplanet, hat aber auch mit Gerechtigkeit was zu tun. Jupiter bewegt sich gerade in Skorpion. In dein Geburtshoroskop hast du hier Saturn und unseren Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag auch in deine Geburt, in dem Tag, wo du geboren bist, auch im Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Und Skorpion zeigt die Wandlung, die Erneuerungsprozesse und das durch Gefühlen. Und das kann ich so beschreiben. Es gibt zwei verschiedenen Systeme. Die eine System hat mit den anderen nichts zu tun, gar nichts. Die eine System heißt negativen Gefühlen. Dazu gehören Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Es ist alles negativen Gefühlen. Neid und Hass ist zerstörerisch. Angst, Zweifel, Schuldgefühl ist zwar nicht zerstörerisch, aber blockiert uns in unserem Leben. Ich nenne das wie eine Grauzone, weil Angst kennen wir alle. Wut haben wir auch alle oder Schuldgefühl. Dieses Gefühl, diesen Gefühlen kennen wir alle, aber wir sollen von diesen Gefühlen verabschieden. Und genau das ist die Transformation, was hier die Skorpio zeigt. Weil das blockiert, Angst blockiert, das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und das zeigt diese Kundalini-Energie, was auch als Energiefeld in unserem Körper auch existiert. Und das ist zwei Schlangen-Energie.
Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und blockiert. Und das ist immer mit negativen Gefühlen behaftet. Die andere Schlange befreit sich davon, befreit sich von diesen negativen Gefühlen und löst aus, dass die Energie nach oben steigt, wie Phönix aus der Asche. Und das sind die positiven Gefühle. Und dazu gehören Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Und das ist göttlich und schöpferisch und befreit uns, löst Blockaden aus. Und das, was die Skorpio hier zeigt, das ist diese Wandlung. Außerdem, die Skorpio zeigt noch etwas und dazu eine Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie und das erzählt Asklepios. Dieses Sternbild, Schlangenträger oder Asklepios, befindet sich im Himmel zwischen Skorpion und Schütze, also gerade in diesem Grenzbereich. Und begegnet sich mit zwei Schlangen. Und das erkennen wir auch bei Apotheken, ist es das gleiche Symbol. Also dieser Asklepios ist der himmlische Arzt. Und das ist dieses Stammbild Asklepios oder der Schlangenträger. Und dazu ist die Geschichte. Asklepios ist der Sohn von Apollo, von Sonnengott, der himmlischen Arzt. Und es gab ein Kind, und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange hatte die Gift in sich, der andere die Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen, überlegen, wie heilt das Kind. Zum Glück hat die Heilkräuter gewählt und hat das Kind gerettet. Diese Geschichte zeigt uns etwas und das hat eine symbolische Bedeutung, weil mit diesen beiden Schlangen begegnen wir tagtäglich in unserem Leben. Die eine Schlange trägt die Gift in sich und das bedeutet Lügen. Und die andere Schlangenenergie trägt die Heilkräuter in sich, das ist die Wahrheit. Und wir treffen tagtäglich solche Entscheidungen, woran glauben wir? Glauben wir an die Lügen oder glauben wir an die Wahrheit? Und eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt, immer. Und wenn wir das glauben, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir auch in diesem Honigtopf und brauchen wir auch Heilung. Und das ist auch eine Schlangenenergie, was hier vermittelt wird. Und die Skorpion warnt uns. Sei vorsichtig, musst nicht immer alles glauben, sonst hast du verletzte Gefühle. Und diese Skorpion-Energie wirkt bei dir im 11. Lebensbereich und dazu gehören die Freunde. Also wählerisch sein im Freundeskreis oder mit Gruppen von Menschen, weil das gehört auch in diesem Lebensbereich, wie zum Beispiel ein Verein. Und hier in diesem 11. Lebensbereich gehört auch die Wünsche und Hoffnungen, da die Entscheidung treffen, was enttäuscht dich, falsche Hoffnung zu haben oder da brauchst du auch die Orientierung und dann kommt die Schütze-Energie dazu. Deine Wünsche sind wichtig und nicht, was die anderen wollen, weil sonst fühlst du dich verletzt. Und das sollst du lernen, das ist die Saturn-Energie in deinem Geburtshoroskop und das zeigt das Lernen. Saturn ist der große Lehrmeister und hier ist unser Planet Erde, Gaia steht in Verbindung mit unserem Planet Erde. Und hier manifestiert sich etwas und da brauchst du die Orientierung nach deinem Wunsch. Und hier bewegt sich Jupiter und gibt dir diese Chancen, Möglichkeiten, das zu verwirklichen.
Aber achte, dass du in positiven Gefühlen bleibst und dass du die Orientierung, die Richtung bestimmen kannst. Mars bewegt sich im Stier Anfang des Monats. Ja, Anfang des Monats ist noch im Stier, aber am 7. Mai ist schon in Zwillinge. Also ich setze die Mars-Energie in Zwillingen, weil wir starten am 10. Mai und da ist Mars schon in Zwillingen. Mars bedeutet Kraft. Wo sollst du deine Kraft einsetzen? Das ist der Alltag zum Bewältigen und die Arbeit. Mars ist eine männliche Energie, bedeutet auch ein Mann. Und du hast zurzeit hier Begegnung mit einer männlichen Person. Mars bedeutet im Geburtshoroskop der Partner oder Wunschpartner, hat immer mit Liebe was zu tun. Wenn ich als Person betrachte diese Mars-Energie. Ansonsten heißt Mars die Kraft und mit dieser Kraft setzen wir uns etwas in Bewegung oder können wir uns behaupten, uns wehren. Bei diesem Transit, bei dieser Bewegung kann diese Mars-Energie auch einer anderen männlichen Person auch bedeuten, ein Beamter oder jemand von Familie oder ein netter Nachbar oder ein guter Freund oder hier in diesem Bereich eine Arbeitskollege. Venus übergeht um 11. Mai im Widder. Also ab 11. Mai ist Venus hier im Widder und aktiviert erstens die Widder-Energie. Das könnte Neuanfang bedeuten in die Liebe, Partnerschaft oder eine neue Begegnung oder eine Versöhnung. Aber aktiviert auch den 4. Lebensbereich, also hat einen Einfluss auf die Wohnsituation. Bei Venus-Energie verschönern wir etwas. Kann auch bedeuten, dass du Selbstständigkeit gründest. Venus ist weiblich, zeigt deine Weiblichkeit, hat einen Einfluss auch auf deine Kreativität oder dein Aussehen. Mit Venus-Energie verschönern wir etwas. Oder lebst du die Liebe, lebst deine Weiblichkeit. Bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann aber auch eine andere Frau bedeuten. Und es ist auch möglich, dass dich eine Frau besucht zu Hause und möglich ist es auch, dass du zu Hause etwas verschönerst. Merkur ist der Planet der Handlungen, aber löst auch Gesprächen, Terminen aus oder Verträgen. Merkur ist auch hier im Widder. Und das kann bedeuten, dass du zu Hause Gespräche führst oder ziehst du dich zurück in deine vier Wänden und lernst du etwas oder liest du ein Buch. Merkur hat auch mit Wissen etwas zu tun oder unterschreibst du mit einem Vertrag. Sonne ist die Monatsthema. Das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und bewegt sich hier im Widder. Also Monatsthema ist gerade etwas gründen, diese Basis, dieses Fundament schaffen oder deine Wohnsituation. 11. Mai, das habe ich gesagt, dass Venus dann hier ab 11. Mai im Widder ist. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Spannung, Nervosität oder Unsicherheit und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Hier. In diesem Tag fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, die Stabilität, die Struktur. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12 Uhr.
13. Mai, Mond ist zunehmend und bei einer zunehmenden Mondphase können wir etwas starten, was vermehren soll, aber ja nicht im Halbmondtagen, weil das werft immer alles zurück. 13. übergeht Mond im Löwe und aktiviert hier diesen Bereich, wo die Wandlung ist. Aber nicht nur das, diese Erneuerungsprozessen, sondern auch ämtlichen Themen oder Erbschaften, immer was mit Finanzen was zu tun hat. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau und aktiviert Jungfrau-Themen. Und das bedeutet, etwas bereinigen, etwas in Ordnung zu bringen oder Heilung. Und die 9. Lebensbereich, die Themen kommen noch dazu, eine Reise oder etwas lernen oder die spirituelle Richtung. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und beginnt ein neues Monatsthema. Und da handelt es sich um deine Kinder oder Kindheitserinnerungen oder inneren Kind oder Lebensfreude. Etwas gestalten und das Leben genießen. In deinem Geburtshoroskop ist hier dein Sonne und dein Venus im Stier. Und Stier zeigt auch, nimm die wertvollen Dinge in Besitz, sei kreativ, lebe deine Kreativität und deine Lebensfreude, genieße dein Leben. Mit Steinbock Aszendent und Steinbock Mond ist nicht so einfach, weil das kennt die Strenge, raus aus dieser Strenge, mehr auf diese Ruhe, Gelassenheit. 17. Mai übergeht Mond im Waage und aktiviert Waagenthemen hier im höchsten Punkt des Horoskopes und das bedeutet Ansehen, Anerkennung, Zielsetzung, Berufung, aber auch Gerechtigkeit, Partnerschaft, Kunst, Kreativität, inneren Gleichgewicht. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage. Vollmond bedeutet, diese Thematik wird ganz und voll beleuchtet. Dieser Vollmond ist exakt um 22:11 Uhr. Themen sind Waage-Themen, inneren Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Partnerschaft, Kunst, Kreativität und hier in dieser Spitze des Horoskopes, das sind deine Ziele und wie wichtig das ist, dass du Respekt, Anerkennung bekommst und Richtung deiner Berufung. Im selben Tag steht Venus und Uranus in Verbindung, Venus-Uranus hier im Widder. Und das sind unerwartete Ereignisse in die Liebe, Partnerschaft, aber das hat auch einen Einfluss auf deine Wohnsituation. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Das sind Handlungen, Gespräche oder Terminen, Verträge. Thema ist Stierthemen, Besitz, etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen oder um die Besitz kümmern oder Finanzen. Und wenn ich die 5. Lebensbereich noch dazu nehme, einfach das Leben mal genießen, das Lernen. Merkur steht auch in Verbindung zu Kindern und Jugendlichen, also das kann auch die Kontakt sein. Es ist eine abnehmende Mondphase, hat die abnehmende Mondphase begonnen. Du kannst etwas starten, was abnehmen soll oder was du loslassen möchtest, aber nicht beginnen in ein Halbmond. Tag, weil das wirft alles zurück. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Mond übergeht in Skorpion und steht hier mit Jupiter in Verbindung. Jupiter aktiviert die Mondenergie oder Mond-Jupiter-Energie, wie auch immer sie wirken zusammen. Die Gefühle werden intensiv sein. Da hast du aber auch Chancen, Möglichkeiten, deine Wünsche zum Leben und Kontakte pflegen mit Freunden. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und das ist eine gewisse Zurückhaltung. Bleib eher zurückhaltend und es ist wichtig, die tiefe Geheimnisse erkennen oder hinter den Kulissen schauen.
im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Das auch mal erkennen, weil du spürst es auch. Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Nimm deinen Gefühlen ernst. Sei zurückhaltend. Du brauchst diesen Rückzug, du brauchst diese Ruhe. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung, wo Pluto sagt, konzentriere auf deinen eigenen Gefühlen. Das ist wichtig. Und alles, was dich verletzt, verabschiede dich davon, befreie dich davon. 24. Mai steht Merkur im Diamant im Stier. Und das bedeutet, da kommt mehr Klarheit. Da wird etwas herauskristallisieren. Das beschleunigt alles. Und das sind Themen Kinder oder Kreativität oder Lebensfreude. Bei Stierenergie kann das auch Besitz, Finanzen sein. Im selben Tag übergeht Mond im Stier, Mond im Steinbock. Im selben Tag, hier Merkur ist im Stier, ja, Mond übergeht im Steinbock und du hast Steinbock-Aszendent und Mond hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Dein Geburtsmond ist auch hier im Steinbock, man könnte sagen ein Mondwiederkehr. Und es passiert etwas, was einen Einfluss hat auf deinen Gefühlen. Kann auch bedeuten, dass du in diesem Tag ein bisschen launisch bist und so nehmen die Menschen dich auch wahr. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist immer Spannung. Und das hat mit Werten und mit Finanzen was zu tun. Und in diesem Tag sollst du nichts investieren, nichts kaufen, auch nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat und achte auf dein Geld. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft oder die Mut. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Beide haben mit unseren Träumen was zu tun und das sind Werte für dich oder Finanzen und das sollst du so verinnerlichen. Wie stellst du das vor? Wie bringst du deine Finanzen in Ordnung? Und was ist für dich wertvoll? Was möchtest du in Besitz nehmen? 29. Mai übergeht Mond in Fischen. Natürlich kommt die Fischenenergie dazu und das heißt auch deine Träume leben, visualisiere das, vertraue, komm zum Vertrauen, vertraue des Fluss des Lebens und hier hast du auch Verbindung zum Verwandten oder lernst etwas oder hast du vielen Informationen in diesem Tag, das ist ein Austausch von Informationen. 31. Mai ist Mond im Widder und aktiviert Thema deine Wohnsituation oder kann auch für dich das bedeuten, dass du möchtest Basis, Fundament oder du gründest etwas. Liebe Berilia, so könnte ich deinen Monat beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Auch für diesen Auftrag, ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.